Hallo, hier ist Mario von Lauf meine kleinen Wölfe. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf ein ganz kurzes Video, und zwar aus einem Training. Ich bin hier jetzt mit einem 7er Gespann unterwegs und wir sind jetzt 12 Kilometer unterwegs. Temperaturen sind sehr angenehm, wir haben minus 6 Grad. Es hat die Tage geschneit und jetzt machen wir eine Seeüberquerung. Das heißt, es ist ein See, da sind wir schon ein paar Mal drüber. Allerdings durch den Schnee und den Wind, der einfach die letzten Tage war, hat es uns den kompletten Trail auf dem See zugeweht. Ich blende euch gleich das Video ein und dann werdet ihr sehen, dass es einfach eine weiße Fläche ist. Man sieht eigentlich fast keine Spur mehr. Und jetzt werde ich die Hunde, ohne was zu sagen, über den See drüber laufen lassen. Und dann werdet ihr einfach sehen, was die Leithunde machen. Sie finden einfach immer wieder die Trails. Das heißt, wenn die Hunde einmal oder zweimal einen Trail gelaufen sind, finden die absolut trittsicher den Trail. Und das werde ich jetzt hier selber mal euch demonstrieren. Und es ist auch mal für mich immer wieder spannend, ja, wie trittsicher, zielsicher auch die Hunde genau die Spur laufen, ja, und das finden einfach. Genau. Auch wenn man über unseren See drüber fährt, sehen wir ein bisschen Abenteuer. 100% Sicherheit gibt es nicht. Aber das Eis ist dick genug. Ja. Wir hatten zweistellige Minustemperaturen seit den letzten Tagen. Und von daher ist er gut gefroren. Ja. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ortskundige fragen, ja, weil es gibt immer so ein paar warme Stellen, wo das Eis nicht sehr dick wird. Gerade zu Beginn vom Winter, da sollte man einfach aufpassen. Gut, ich blende euch jetzt mal kurz die schöne Landschaft ein. Da seht ihr gleich den See. So, da die Hunde warten schon. Hier sehen wir jetzt die Stelle, wo wir kommen, und ihr seht, hier ist eine weiße Fläche. Also das ist der See, kein riesengroßer See. Das heißt, wir werden da jetzt einen Bogen fahren, das sind ungefähr 2 Kilometer. Und da lasse ich jetzt die Hunde gleich drüber vorne. Heute Leithunde wieder Neo und Morpheus. So, jetzt lassen wir die Hunde hier über den See laufen. Ihr seht, man sieht die Spur fast gar nicht mehr. Da vorne sieht man es ein bisschen. Und die Hunde laufen jetzt so auf der Spur, wo sie sonst die letzten Tage immer gelaufen sind, ohne dass sie jetzt den Trail sehen. Beziehungsweise ich sehe ihn gar nicht. Also wenn ich jetzt ohne Hunde laufen würde, ich würde den Trail immer wieder verfehlen. Da vorne sieht man jetzt noch ein bisschen Konturen vom Trail, wo wir die Tage lang gelaufen sind. Aber da brauche ich jetzt gar nichts sagen. Lassen wir jetzt einfach mal die Hunde laufen. Und die werden jetzt selbst hier diese Schleife drehen. Das sind so knapp, ja, 2 Kilometer hier, was wir auf dem See unterwegs sind. Und nachher sieht man jetzt wieder ein bisschen die Spur. Und die Hunde folgen das. Ja. Also auch wenn der Trail mal komplett zugeschneit ist, ist es immer eine ganz gute Sache, die Hunde einfach mal laufen lassen, weil sie finden den Trail immer. Wenn ich mit dem Schneemobil einen Trail zum Beispiel frei mache, passiert es mir ganz oft, dass ich dann neben raus vom Trail fahre. Und dann komme ich in den Tiefschnee und dann grabe ich mein Schneemobil ein. Ja, den Hunden passiert das eigentlich nicht. So, jetzt sind sie hier schön abgebogen. Hier sieht man wieder ein bisschen die Spur. Ich weiß nicht, ob das die Spur von uns ist oder ob da was gelaufen ist. Genau, jetzt ist es wieder verschneit. Und ja, es sieht einfach herrlich aus, oder? Also hier so ein Stopp. Morpheus muss kurz ein Geschäft machen. Okay, und weiter geht's. Ja, also ich weiß nicht, hier die weiße Fläche. Heute bewölkt, es ist wieder, ja, Plustemperaturen sind angekündigt und ja, wird jetzt wieder milder, bisschen Tauwetter. Okay, hier sieht man den Trail wieder, aber es ist einfach faszinierend zu sehen, wie die Hunde diesen Trail folgen, ja, auch wenn er jetzt hier verschneit ist, ein bisschen sieht man die Konturen noch. Sie spüren das einfach unter den Pfoten, ja, und das macht einfach auch so ein Leithund aus, dass die einfach den Trail immer wieder finden oder auch wirklich gute Pfade, wo man gut laufen kann. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, auch den Leithunden zu vertrauen.
wenn irgendwie jetzt ein Leithund abrupt stehen bleibt, zum Beispiel jetzt hier vorne, ist es immer, dann sollte man gucken, ja, warum bleibt eigentlich jetzt ein Leithund stehen. Es könnte sein, dass da irgendwie das Eis zu dünn ist oder Wasser durchkommt, dann haben da manche Hunde, wenn sie da sagen, ja, da laufe ich jetzt nicht hoch oder so. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt sehen Sie hier die Runden. Da vorne ist, biegt man dann wieder links ab und das lasse ich jetzt die Hunde auch komplett alleine machen. Genau, jetzt sieht man hier die Spur wieder, da hat der Wind nicht so stark drüber gepustet. Mal, ob sie da jetzt gleich abbiegen. Jawohl, und sie bleiben hier in der Spur. Das heißt, wenn ich jetzt nichts sage, ja, das ist so der Trail, den wir jetzt dann immer wieder gerade gelaufen sind die letzten Tage. Faszinierend ist auch, nächsten Winter, ja, wenn alles neu ist, ich kann die Hunde hier drüber laufen lassen und sie werden einfach wieder diese Spur laufen. Es ist wie so eine, ja, so eine Navigation, eine Route, die einfach dann bei den Hunden abgespeichert ist und instinkt- und zielsicher laufen sie dann wieder diese Spur. Ja, schon sehr faszinierend, beeindruckend. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus. Hier, ah, schön. Okay, Hundis und stopp. So, das war soweit, ganz kurz, Seeüberquerung, ja, Verschneiders See, wie navigieren da die Hunde selbstständig drüber, ohne was ich sage, das wollte ich euch einfach mal zeigen, ja, so Fähigkeiten von Schlittenhunden oder insbesondere von den Leithunden, wie zielsicher die da einfach navigieren, genau. Also, das war soweit, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben, gerne Kommentare. Gerne auch Kritik, ja, ich dürfte natürlich auch sagen, oh, das gefällt mir nicht so gut, weil so und so, dann bitte konstruktiv und denkt daran, ja, bleibt einfach bitte sachlich und höflich, keine Beleidigungen, diese Kommentare werden von mir sofort gelöscht, genau, also, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse, macht's gut, bis zum nächsten Video, ciao, ciao, Mario und die kleinen Wölfe.